Heute gibt es ein sehr interessantes Video, und zwar das Thema Arten von Einkommen bzw. Arten von Einkünfte. Die meisten Leute kennen eigentlich nur den Lohn bzw. das Monatsgehalt, und da schauen die meisten Menschen drauf. Und ich werde das Ganze jetzt nicht so erklären wie an der Jura-Uni oder beispielsweise wie in einer Steuervorlesung, sondern ich werde das Ganze von Mensch zu Mensch, von Unternehmer zu Beginner oder zu Fortgeschrittenem erklären. Und wir sind jetzt hier auf YouTube und nicht an der Uni. Das heißt also, ich werde es jetzt nicht in diesen ganz hochgestochenen Fachbegriffen erklären wie Nicht-Selbstständige-Tätigkeit, Kapitalanlagen, wo man erstmal gar nicht wirklich versteht, um was geht es jetzt hier eigentlich. Ich werde es wirklich deutlich einfacher erklären. Und auf diesem Kanal, auf meinem zweiten Kanal, ich habe auch einen ersten Kanal, aber hier erkläre ich wirklich einfach gesprochen, praxisnah, wie man mehr Geld verdient, selbstbewusster wird, wie man sich einen Lifestyle aufbaut, wie man ein Unternehmen aufbaut, Marketing, Vertrieb, Verkauf, all diese Dinge, Investments und so weiter. Also abonniere gerne diesen Kanal und schau dir vor allem das Online-Coaching, welches komplett kostenlos ist. Es geht 2 Stunden lang. Ich habe ein Online-Coaching vorbereitet zum Thema, wie habe ich es denn geschafft, schon mit 24 Ferrari zu fahren? Wie habe ich es geschafft, mehreren hundert Leuten, mehreren tausend Leuten beizubringen, nachdem ich ihnen gezeigt habe, wie man fitter wird, wie kann man auch wirklich mehr Geld verdienen? Wie kann man sein Einkommen um mehrere tausend Euro erhöhen? Und zwar nicht mit Lohn und nicht mit Gehalt. Denn warum, was ist das Schlechte an Lohn und Gehalt? Das Schlechte an Lohn und Gehalt ist der Steuersatz, die Versteuerung. Das heißt also, ich muss für Lohn und für Gehalt den höchsten Steuersatz bezahlen. Bis zu 50%, ja, also plus minus die Hälfte. Und deswegen tun auch Leute wie ich, also Unternehmer, versuchen, ihren Lohn sehr gering zu halten, ihr Gehalt sehr gering zu halten. Außerdem, Gehalt ist mehr auf den Monat bezogen, also Monatsgehalt. Und Lohn kann auch mal sein, ich gehe 8 Stunden Bretter streichen und bekomme dafür meinen Lohn. Das heißt also, Lohn ist auch mehr eine Sache, die aufs Resultat bezogen ist, und Gehalt auf einen monatlichen Job, ja, auf eine Stelle. Die meisten Leute, die konzentrieren sich nur darum, ihr Gehalt zu erhöhen, ihr Lohn zu erhöhen, aber Unternehmer und auch ich zum Beispiel, ich konzentriere mich eigentlich drauf, zwar insgesamt meinen Cashflow, meine Einnahmen, mein Unternehmen zu vergrößern, aber ich will eigentlich den geringsten Lohn, das geringste Gehalt wie möglich mir selber ausbezahlen. Warum? Weil die Hälfte davon immer gleich weg ist. Das heißt also, jemand wie ich versucht natürlich, die meisten Kosten auf die Firma zu schreiben, Firmenwagen, Firmenreisen etc. Und ich will mir ein geringes Gehalt auszahlen und das Geld in der Firma lassen, oder ich will andere Arten von Einkünfte, weil Gehalt ist leider immer sofort weg. Da bilde ich lieber Rücklagen, ziehe das Geld ins nächste Jahr rein. Wenn man also jemanden fragt, der viel Geld hat, der viel Geld verdient, und man fragt ihn nach seinem Lohn, nach seinem Gehalt, dann ist das ein schlechter Indikator, weil Menschen, die viel Geld haben, die wollen ihren Lohn eigentlich drücken. Und wenn Leute immer nach dem Lohn fragen, ja, wie hoch ist dein Einkommen, dann sieht man schon recht früh, dass die noch nicht so viel Ahnung von dem Thema Steuern, Business, Einkommen etc. haben. Gehen wir mal weiter. Das zweite sind dann nämlich Gewerbeeinkünfte. Ja, das ist eins, das ist zwei. Zum Beispiel bei einer GmbH, da zahle ich zum Beispiel viel weniger, um die 25%, ja, und hier zahle ich ja bis zu 50%. Das heißt also, ich kann ein Einzelgewerbe haben, ich kann eine juristische Person anmelden, eine GmbH, eine Aktiengesellschaft, und dann verdient quasi das Gewerbe Geld. Ja. Das nächste ist dann extrem interessant, und zwar Miete und Pacht. Also ich finde Miete extrem gut, aber auch wiederum, Miete geht zu dem Thema Gehalt und Lohn, Einkommen, das heißt, das läuft nach der Einkommensteuer, Miete und Pacht. Deswegen sollte man meistens eine Gesellschaft gründen. Die Gesellschaft kauft dann die Wohnungen und bekommt dann die Mieteinnahmen, und man zieht sich nur das raus, was man braucht. Der Rest wird investiert oder eben geringer versteuert. Okay? Also, jeder sollte schauen, Gehalt muss ich nicht unbedingt erhöhen. Lieber schaue ich, dass ich mein Geld investiere und Mieten bekomme. Dann, sehr interessant, Beteiligung und Dividenden. Ich will mich an Unternehmen, ja, an Gewerben beteiligen, die einen Gewinn machen, und will davon immer ein Stück vom Kuchen abhaben. Ja? Also Beteiligungen, Dividenden, das ist eine sehr wichtige
Einnahmequelle. Jetzt haben wir also hier 3, hier haben wir 4. Jetzt kommen wir zum Thema Lizenzen und Gebühren. Ja? Zum Beispiel, ich habe ja die Juicery. Juicery.de, gerne mal abchecken, die besten und leckersten Protein-Superfood-Shakes, Gastronomie, also unbedingt mal die Webseite besuchen, abchecken, das Ganze unterstützen. Und wenn ich, wie jetzt beispielsweise auch McDonald's, ja, wenn ich einem potenziellen Geschäftspartner eine Lizenz verkaufe, dass er einen Laden aufmachen darf, eine Juicery aufmachen darf, dann bekomme ich Lizenzeinnahmen, okay? Ich habe auch damals ein Buch geschrieben. Für dieses Buch bekomme ich auch pro Buch, pro Verkauf so eine Art Lizenz, okay? Das heißt also, man entwickelt irgendwas, man erfindet irgendwas und dann bekommt man Lizenzen, wie zum Beispiel Microsoft. Microsoft verkauft einem Unternehmen eine Lizenz für die Software, also Software-Lizenzen, Markenrechte, Markenlizenzen, Gebühren. Zum Beispiel, wenn man ein Unternehmen, das heißt Volumix, und bei Volumix kann man traden, ja, beziehungsweise traden lernen, traden lassen, so in die Richtung geht das Ganze. Und da muss man Gebühren dafür bezahlen, okay? Ich will also Lizenzen einnehmen, ich will Gebühren einnehmen, okay? Dann noch 2 Dinge, ja, jetzt hier 6 und 7, das klammere ich mal ein, denn Wertsteigerung ist was, das haben auch nicht viele auf dem Schirm. Ich muss natürlich Dinge besitzen, um den Wert auch steigern zu können. Und wenn ich zum Beispiel Immobilien kaufe und Miete bekomme, dann habe ich auf der einen Seite Mieteinnahmen, auf der anderen Seite habe ich natürlich auch eine potenzielle Wertsteigerung. Und dann natürlich noch das Thema Verkauf und Handel geht auch in die Richtung Gewerbeeinkünfte, aber ich schreibe es nochmal extra, weil ich einfach Verkaufen so brutal, so extrem wichtig finde. Und natürlich tauscht man hier seine Zeit ein, also hier tausche ich quasi meine Zeit ein und hier tut meine Zeit, also ich arbeite mit meiner Zeit und meine Zeit wird getauscht gegen Geld. Bei einem Gewerbe ist es eher so, dass ich jetzt die Zeit von anderen Leuten, von anderen Menschen kaufe, von Mitarbeitern, die geben ihre Zeit, ich kaufe deren Zeit und deren Zeit fließt in ein Produkt ein oder ich verkaufe deren Zeit als Dienstleistung weiter und bekomme dann mehr Geld, als ich ihnen bezahle. Das heißt also, hier arbeitest du und deine Zeit für Geld. Bei einem Gewerbe, da arbeitet meistens die Zeit anderer Menschen für dich. Ja? Und bei Mieten, Beteiligungen, Dividenden, da arbeitet es im Regelfall dein Geld für dich. Denn dein Geld kannst du anlegen, du kannst dir Beteiligungen kaufen, ja? Du kannst Immobilien kaufen. Und jetzt arbeitet dein Geld im übertragenen Sinne für dich. Natürlich nimmt da gibt es von Volker Pispers ein sehr lustiges Video, da sagt er, hast du schon mal probiert, einem 500-Euro-Schein eine Schaufel, eine Schippe in die Hand zu drücken und hast du dann gesehen, wie das Geld arbeitet? Natürlich arbeitet das Geld so nicht, aber unser System funktioniert eben so und das System ist natürlich nicht perfekt. Aber das System ist das System und du kannst es nur als Sieger ändern. Nur wenn du das System eigentlich gewinnst, nur dann kannst du es auch wirklich in irgendeiner Art und Weise verändern. Und dann arbeitet eben dein Geld für dich. Und das Ziel ist eben, dass die Zeit anderer Menschen und dass dein Geld für dich arbeitet. Und natürlich ein weiteres Ziel ist auch, dass das Geld anderer Menschen für dich arbeitet. Das heißt also, diese ganzen Milliardäre auf Wall Street, die sammeln jetzt das Geld anderer Menschen ein, handeln mit diesem Geld, okay, und nehmen sich davon einen Anteil weg, ein Stück vom Kuchen nehmen die sich weg, okay? So funktioniert das Ganze. Und ich habe jetzt außerdem hier auch noch mal ein Beispiel von Volumix. Hier sieht man zum Beispiel mein Trading-Konto, ja, da sieht man also, ich bin jetzt beispielsweise 0,13 Bitcoin seit gestern im Plus. Das wäre jetzt ungefähr so, wenn ich jetzt diesen Gewinn realisiere, dann ist es jetzt ungefähr so 1300 Euro, die ich damit gewinne. Ich zeige das nochmal ganz kurz. Man kann mir hier sowieso nichts abschauen und klauen. Da sieht man jetzt mein ganzes Konto. Also wer auch möchte, dass ihm erklärt wird, wie das hier funktioniert, denn ich verdiene hier mit ja, nicht mal einer Stunde Arbeit pro Monat beispielsweise mehrere tausend Euro. Aber natürlich brauche ich hier auch wieder ein Einstiegskapital. Das heißt, ich brauche hier Geld,
um Geld zu verdienen. Das war's vom Video. Schau dir unbedingt mein kostenloses Online-Coaching an. Abonnier den Kanal und zeig dieses Video auch anderen Freunden, dass sie verstehen, was es für unterschiedliche Arten von Einkünften und von Einkommen gibt. Ich erkläre es immer von Person zu Person und ich erkläre es nicht so hochgestochen, ich erkläre es sehr praxisnah. Und ich möchte nicht nur die Dinge erklären, ich möchte auch wirklich Tipps geben, wie man sich ein eigenes Business aufbaut, einen eigenen Lifestyle aufbaut. Mein Lifestyle könnt ihr beobachten auf Instagram. Meine Unternehmen könnt ihr dort sehen. Bis dann, dein Karl. Ciao.